Heute werfen wir einen Blick auf 5 ehemalige Formel-1-Fahrer, die viele von uns noch sehr gut kennen. Doch was machen sie eigentlich, seitdem sie das Formel-1-Cockpit verlassen haben? In diesem Video schauen wir uns nun diese 5 Fahrer an und ich würde sagen, wir legen sofort los. Wenn du weitere solcher Videos sehen willst, dann abonniere doch diesen Kanal, das würde definitiv weiterhelfen. Und jetzt geht's aber wirklich los. Beginnen wir mit Juan Pablo Montoya. Der Kolumbianer trat 2001 in die Formel 1 ein und fuhr für das Williams-Team. Mit seinem aggressiven und spektakulären Fahrstil wurde er schnell zu einem der beliebtesten Fahrer der damaligen Zeit. Montoya feierte insgesamt 7 Grand Prix-Siege und beendete die Saison 2002 auf einem beeindruckenden 3. Platz in der Fahrerweltmeisterschaft. Im Jahr 2006 wechselte er von McLaren mitten in der Saison in die amerikanische NASCAR-Serie, wo er ebenfalls große Erfolge erzielte. Doch sein Hunger nach Geschwindigkeit war noch lange nicht gestillt. Montoya kehrte 2014 in die IndyCar-Szene zurück und gewann im gleichen Jahr die 500 Meilen von Indianapolis. In den letzten Jahren hat er sich auf die Langstreckenrennen fokussiert und die berühmten 24 Stunden von Daytona gleich 2-mal gewonnen. Auch heute noch ist Montoya einigermaßen aktiv im Rennsport mit dabei. Er fährt regelmäßig bei großen Langstrecken-Events noch mit und gibt natürlich auch sein Wissen als Mentor an junge Fahrer weiter, darunter auch an seinen Sohn, der ebenfalls eine Karriere im Motorsport anstrebt. Als nächstes schauen wir uns Patrick Friesacher an. Der Österreicher schaffte 2005 den Sprung in die Formel 1, als er für das Minardi-Team fuhr. Tja, aber der große Rennerfolg blieb ihm tatsächlich bei Minardi verwehrt. Wer hätte es gedacht? Und nach nur 11 Rennen war seine aktive Formel 1-Karriere ja schon wieder vorbei. Dennoch hinterließ Friesacher einen bleibenden Eindruck und zeigte immer wieder seine Fähigkeiten hinter dem Lenkrad. Nach seiner Formel 1-Zeit widmete er sich dem Motorsport auf anderen Wegen. Er wurde Testfahrer und arbeitete für Teams wie Red Bull Racing, wo er auch half, die Entwicklung voranzutreiben. Aber das war nicht alles, was er tat. Friesacher engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich der Fahrerausbildung und ist heute als Instruktor, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das falsch ausgesprochen habe, und Berater tätig. Er hilft außerdem noch jungen Talenten, ihren Weg in den Motorsport zu finden und gibt seine Erfahrung natürlich dann auch dementsprechend weiter. Zusätzlich tritt Friesacher auch hin und wieder bei Showrennen auf und ist bekannt dafür, spektakulierte Fahrten in Oldtimern und Formel 1 Exponaten zu unternehmen, was Fans tatsächlich auch sehr begeistert. Der Ungar Zsolt Baumgartner war von 2003 bis 2004 in der Formel 1 aktiv. Also auch hier nicht unbedingt die längste Karriere aller Zeiten. Er fuhr für die Teams Jordan und Minardi. Ja, wahrscheinlich war deswegen seine Karriere nicht unbedingt so lang. Aber er ist bis heute der einzige Ungar, der in der Formel 1 angetreten ist. Obwohl er in seiner Formel 1-Karriere keine Punkte sammeln konnte, was jetzt tatsächlich nicht unbedingt so krass überrascht, wenn man für Jordan und Minardi fährt oder gefahren ist, ist Baumgartner in Ungarn eine Motorsport-Ikone, weil er als erster Fahrer seines Landes in die Formel 1 gekommen ist und wie gesagt, bis heute ist kein Ungar irgendwie in der Formel 1 aktiv. Nach dem Ende seiner Formel 1-Karriere blieb Baumgartner natürlich auch im Motorsport und engagiert sich stark in seinem Heimatland Ungarn für die Weiterentwicklung des Motorsports, natürlich in seinem eigenen Land. Er arbeitete als Testfahrer für Minardi und wurde dann in der ungarischen Motorsport-Szene als Botschafter und Mentor aktiv. Baumgartner half dabei, Motorsport-Events zu organisieren und engagiert sich natürlich auch für den Nachwuchs.
Heute arbeitet Baumgartner in der Eventbranche und hat auch im Management von Motorsportteams eine Rolle gefunden. Er setzt sich weiterhin leidenschaftlich für den Motorsport ein und ist ein geschätzter Berater für aufstrebende ungarische Renntalente, die von seinem Wissen und seiner Erfahrung natürlich auch profitieren. Heinz Harald Frenzen. Ein Name, den deutsche Formel 1-Fans sicher nicht so schnell vergessen werden. Frenzen begann seine Formel 1-Karriere 1994 bei Sauber und wechselte später zu Williams, wo er 1997 als WM-Dritter einen seiner größten Erfolge feiern konnte. Er fuhr außerdem für Jordan, Prost und Arrows, bevor er sich 2003 endgültig aus der Formel 1 zurückzog. Nach dem Ende seiner Formel 1-Zeit ging er in die DTM und führt dort für das Opel-Team. Doch seine Karriere endete nicht auf der Rennstrecke. In den letzten Jahren hat sich Frenzen zunehmend auf die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen konzentriert. Er gründete tatsächlich ein Unternehmen, was sich auf Elektromobilität und grüne Energie spezialisiert hat. Damit setzt er sich für umweltfreundliche Transportlösungen ein und möchte einen Beitrag zur Zukunft des Automobilwesens natürlich auch leisten. Frenzen engagiert sich tatsächlich aber auch als Botschafter für die Elektromobilität und ist regelmäßig auf Fachmessen und Konferenzen anzutreffen. Dabei spricht er über die Bedeutung in der grünen Technologie und zeigt, dass es auch außerhalb des Cockpits ein Visionär ist. Und schließlich kommen wir zu Tomáš Engel, der erste Tscheche, der jemals in der Formel 1 fuhr. Engel gab 2001 sein Debüt bei Jordan und hatte einige solide Rennen. Trotz seines Talents war seine Formel 1-Karriere nicht unbedingt lang. Und er musste nach nur 3 Rennen das Feld räumen. Ja, kürzer geht die Formel 1-Karriere auch nicht unbedingt. Doch das hielt Engel nicht davon ab, seine erfolgreiche Karriere in anderen Serien aufzubauen. Engel machte sich vor allem in der Langstreckenszene einen Namen und trat in Serien wie der europäischen Le Mans Series und der amerikanischen Le Mans Series an. Doch seine Karriere war nicht ohne Rückschläge. 2002 wurde er aufgrund eines Dopingvergehens gesperrt, kehrte jedoch später zurück und kämpfte sich wieder an die Spitze des Motorsports. Heute fährt Engel immer noch Rennen und ist vor allem in der GT-Szene aktiv. Er hat eine beeindruckende Karriere im Langstrecken- und GT-Sport hingelegt und gilt als einer der erfahrensten Fahrer. Außerdem engagiert er sich in der tschechischen Motorsportszene und arbeitet als Coach für die jungen Fahrer. Engel hat gezeigt, dass er trotz aller Herausforderungen eine Leidenschaft für den Motorsport hat und sie tatsächlich, egal was kommt, niemals aufgibt.